dann wird das sehr schwer für Weißel mit Dakant hier zurückzukommen. Aber wie gesagt, Character Specialist. Du bekommst eigentlich nirgendwo so gute Matchup-Knowledge gegen diesen Typen an sich. Ich bin gespannt, wie das Ganze läuft. Ist hier auf jeden Fall erstmal die Dose. Ne? Mhm. Ja, Bread and Butter Damage hier. Oh, schön von SDN, guter Damage. Macht hier direkt weiter. Lässt ihn auch wieder wie in dem Match gegen Splash Match. Lässt ihn einfach keine Zeit zum Atmen. Aber hier ist es komplett klar. Oh, aggressiv. Oh, diesmal verliert er aber Stage Control deswegen. Aber holt sich das schon fast wieder zurück. Aber schafft es nicht ganz. Und wow, okay. Und ja, da muss man aufpassen. Genau das meine ich mit Matchup. Nicht nur, dass er gute Attacken hat auch gegen Dakant, also sowas wie die Nair. Er hat halt auch einen Reflektor. Und Reflektor ist schon ziemlich gut gegen Dakant. Gerade gegen die Gunmen, weil die schießen so auf einmal. Okay, kann hier direkt ausgleichen. Erster Seed gegen dritter Seed. Also Seeding läuft. Erster Seed gegen dritter Seed hier im Winners Finals. Diese Semifinals sind Linotox gegen Splash Mage. Also auch. Ah, okay, wurde nur nicht eingetragen. Genau. Linotox hat 3-1 gegen Furion gewonnen. Und damit sehen wir Linotox gegen Splash Mage in den Semifinals danach. Und erste Wow. Stark. Ja, 143% wieder. Ich weiß nicht, wie Operage triggert mit den... Ja, eigentlich müsste es mit den... triggern. Oh! Ha! Schafft sie, der Dash-Attack zu entkommen. Ich bin mal gespannt, wie das Set läuft, wenn es weitergeht. Also so Game Nummer 3 oder 4, ob das dann genauso aussieht und ob SDN dann hektischer spielt oder entspannter und Weißel so ein bisschen durchschaut hat, weil das könnte auf jeden Fall setentscheidend sein. Also wenn er dieses Game gewinnt, ich glaube, je länger das Set geht, desto besser sind die Chancen hier für Weißel, aber ich kann mich vollkommen irren. Also noch hat SDN in meinen Augen die Ruhe weg. Ja. Ja, einmal ganz kurz. Oh, oh, oh. Ja, nicht nachdem ich mir das hier angucke. Den Stock muss ich noch gucken. Oh, tschüss. Alles klar, dann versuche ich das mal einzuholen. Und damit geht die erste Runde an SDN. Alles sehr, sehr knapp. Und ja, dann können wir in der zweiten Runde auf jeden Fall gespannt sein, ob es Weißel schafft, sich da zurückzukämpfen. Sah auf jeden Fall von meiner Seite aus sehr, sehr eng aus. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die zweite Runde. Three, two, one, go!
Nice. Oh. Und SDN auf dem letzten Stock. Okay, da bin ich wieder. Ich sehe schon, erstes Game hat SDN gewonnen. War das knapp? Tatsächlich ziemlich knapp und jetzt ist quasi eindeutig ein Vorteil gerade. Ja, es kann sich zwar immer ändern, gerade bei Wolf, der kann schon easy 50% einfach so raushauen. Aber er muss natürlich immer erstmal diesen Stock bekommen. Und man sieht auch, dass er langsam keinen Bock mehr hat. Und der ist immer noch am Leben. Ja, und das kann Weißen echt gut traden. Immer so ein paar Prozente traden. Er hat den Wurf bekommen gerade. Oh mein Gott. Oh, SDN kriegt den Kill einfach nicht. 170% Max Rage. Und er killt ihn. Okay, ja. Back Throw. Gute Awareness. War eigentlich ein bisschen obvious sogar, aber... SDN wird schon wieder voll. Das sah unlucky aus. Das heißt, die zweite Runde geht an Weiße. Also Ausgleich, hier 1-1. Ja, ich bin langsam der Auffassung, dass SDN nicht mehr von Wolf runtergeht, dieses Turnier. Warum auch? Also, auch wenn er jetzt irgendwie deswegen Zweiter werden würde, ist jetzt eigentlich nicht so schlimm und das ist echt gute Experience gerade für ihn. Also, Ike hat einfach ein paar Flaws und es ist einfach schwer, gegen manche Charaktere zu spielen. Deswegen ist es immer gut, irgendwie einen Wolf in der Backpocket zu haben. Oh, wow, was geht hier ab? Ja, guck mal, ich hoffe, Scouty sieht noch zu. Der hat hier nämlich gerade seine Footstool-Kombo gesehen. Crazy, einfach so. Ja, ich sehe schon. Scouty ist immer noch im Chat. Was geht, Scouty? Du kommst ja auf deine Kosten, hoffe ich. Und ja, im Moment, es sieht nicht schlecht aus für... Weiße. Jetzt ist es im Moment sehr wichtig, dass er diesen Kill bekommt, weil Wolf wird wahrscheinlich nicht so lange fackeln, außer er schafft es irgendwie wieder in die Situation zu kommen wie letztes Game, aber da war es ja auch die Stock im Endeffekt, die SDN so aus der Ruhe gebracht hat. 160% Max Rage,
Der kann auf jeden Fall killen, gerade der Boy. Und er versucht es auch. Oh, er ist zu sehr übertrieben. Ja. Oh, okay, diesmal war die näher. Schafft es auszugleichen. Wichtig gerade, weil sonst hätte das ordentlich am Mindset von SDN wahrscheinlich gerüttelt, wenn er jetzt hier wieder den Kill nicht bekommen hätte. Beide hier Schlag auf Schlag. Und das könnte es gewesen sein. Ja, er kommt noch ran, okay. Aber das ist natürlich ordentlich. Er frisst richtig viel Damage im Moment. Okay. Er braucht jetzt hier ganz, ganz dringend Advantage Stage. Und wie kommt er da hin, ist die Frage. Oh, der F-Smash, so zum Beispiel. Einfach ein Raw F-Smash. Oh, er hat es versucht. Oh. Okay, er lässt die Dose einfach stehen. Aber man weiß nie, was passiert, wenn die Dose da in der Nähe von SDN steht. Und er versucht es auf jeden Fall mit den Dash Attacks. Also wir sind es ja gewohnt bei SDN mit den Dash Attacks, aber die von Wolf einfach deutlich weniger risky. Damit man dann nicht immer gepunished wird. Okay. Hier jetzt aber der Kill für SDN. Gerade ganz gut Damage. Ich spiele das hier jetzt ziemlich nice. Oh, gerade noch so rausgeerdet. Und ja, das Projektier von Wolf macht es Weißler auf jeden Fall nicht leicht gerade. Bei Ike wäre das halt nicht möglich. Also er müsste die ganze Zeit irgendwelchen Projektieren dodgen und so. Aber so ist es halt so, dass er auch relativ gefährlich für die Dose werden kann, weil die Dose natürlich auch einfach weiß ist. Okay. Es ist immer so witzig, wenn die Dose so langsam sich neigt. Man eigentlich schon weiß, ja, die trifft. Okay. SDN schafft es hier souverän, das dritte Game für sich zu entscheiden. Game Point für ihn. Mit Only Wolf. Schon wieder. Ja, was glaubt ihr? Wie geht das Ganze aus? Ist noch jemand aktiv im Chat außer Scouty? Und wie siehst du das, Scouty? Was glaubst du? Wer gewinnt das? 4 Spieler sind noch drin. Die beste Position haben im Moment, ja, nach SDN hat auf jeden Fall Beißer die beste. SDN hier gerade in Führung 2:1. Der hat jetzt auch schon wieder sehr viel Damage bekommen. Wie gesagt, die ersten 50% sind immer free mit Wolf. Oh, jetzt gerade aber. Oh, schön gemacht. Kommt hier nur in den Reflektor. Ja, Beißer schreibt auch jetzt SDN, dann Beißer Runback. Okay, er glaubt also, dass das Grand Finals Reset wird. Das, was ich denke, ich glaube, wenn SDN das Game jetzt hier gewinnt, dann schafft keiner das, ein Runback zu machen. Ich glaube, SDN verliert hier nur das Turnier, wenn er jetzt verliert. Außer Linotox macht irgendwie noch crazy stuff. Ich glaube nicht, dass Weiße 2 Sets hintereinander zieht. Aber vielleicht bin ich falsch. Und jetzt geht es ja auch erstmal um das Minus-Finals, was wir jetzt hier gerade sehen. 150%, also Beißer wird gut aufgeholt mit dem Damage. Und die Dose, okay. Und jetzt sehen wir hier wieder die gute Situation für Beißer. Aber du musst auch erstmal ein bisschen Damage machen. Beißer switcht immer gut zwischen defensiven Dosenplay und einfach nur aggressiv auf jemanden zurennen. Und irgendwie grabben oder sowas. Macht er auf jeden Fall gut. Man nie so ganz weiß, was als nächstes passiert. Okay. Zu schnell die Option gewählt. Wird direkt gepunished von SDN, der auf jeden Fall souverän mit der Nair killt. Bei High Percentage. Oh, rausgemashed. Das sieht man von Weißel sehr selten, dass er
dass er masht. Mashen ist, wenn man in Grab ist, dann kannst du mashen, um da rauszukommen, bevor du geworfen wirst. Zeigt mir wieder meine Smash-Expertise. Ja, es ist halt die Begriffe einfach, ne? Ja. Begriffe. Das ist schlechte Situation, die ich weiß. Ja, also wieder der Jump wird punished mit der Nair. Man muss auch ein bisschen mehr chillen an der Edge. Weil das ist so das Tool von Wolf. Naja, er hat viele Tools an der Edge, die gut sind. Wirklich Affen ist gut an der Edge. Aber ja, halt vor allem einfach der F-Tilt und Nair. Okay. Ist ja offstage. Aha, okay. Vielleicht hat er das sogar extra gemacht. Einfach um diese weirde Dose zu kriegen. Jetzt SDN da gut mit dem Verdruck, aber da hat er auf jeden Fall ein bisschen übertrieben. SDN geht da offstage und hittet ihn mit der Nair. Und wieder ein Film mit der Nair getroffen. Er gelandet. Und nicht wieder. Kommt es denn hier zurück und entscheidet das Ganze 3-1 oder kann Weiße noch den Ausgleich landen? Okay, jetzt haben wir ein bisschen Play ohne Dose. Jetzt kommt sie wieder ins Spiel. Die shieldet Weiße immer ganz gut von den Projektilen weg, aber es hat immer auch das Risiko, dass sie einfach irgendwie rausfliegen. Genau das meine ich. Ja. Oh, Shaky hier von Weißel gerade. Schafft sie noch nicht für die Dash-Tag zu punishen. Okay, was passiert jetzt? Da kommt kein F-Smash. Okay, locker, da kommt ein F-Smash von Weißel. 120, also es ist gerade wirklich die Last-Hit-Situation. Alles fliegt hier durch die Gegend. Der Gunman steht da einfach ohne Hut rum. SDN schildert alles durch. Das Schild geht auch noch, also es ist nicht irgendwie low oder so. Okay, wichtige Situation zu Speise. Oh! Oh, und trifft ihn nicht mit der Dose. Das war wichtig. Und oh mein Gott, fast hätte ihn der Reflektor gekillt. Weil das war auch noch der Gunman, der durch Sachen durchschießt. Oh, und jetzt wieder ganz anders. Oh mein Gott, was passiert hier? Wow, SDN überlebt mit 160%. Während Weiße hier rausfliegt, und das ist das 3-1 für SDN.